Huch, alles leer? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Book of Unwritten Tales Teil 2. Wir konnten endlich die gute Essel überreden, dass sie mit uns mitkommt. Und wir haben jetzt zwei Ratten irgendwie im Gepäck. Aber sie wird uns helfen, halt eben unten hier die flauschige Farbe zu mixen. Den Riemen oben können wir immer noch nicht irgendwie nehmen. Aber das macht nichts, ich will jetzt endlich die Farbe. Schauen wir mal kurz rüber. So. Hi, Esther. Schau mal, wen ich hier habe. Oh, hallo. Das ist Ethel. Ethel, das ist Esther. Hallo. Ich glaube, ihr seid euch schon mal begegnet. Es tut mir leid, dass mein Mann und ich dir damals so viel Angst eingejagt haben. Und, mir tut es leid, dass ich dich angeklammert habe. Das ist schon in Ordnung. Kann ja mal passieren. Ich mag die Blume in deinem Haar. Sehr hübsch. Danke. Ich mag es, dass du mich nicht auffressen willst. Wilbur meinte, du hättest ein alchemistisches Problem. Ich versuche, pinke Farbe herzustellen, aber sie muss flauschig sein. Verstehe. Zeig mal, was du da hast. Friede zwischen Ratten und Zombies. Das fühlt sich ziemlich gut an. Gibt noch viel zu tun. Lass dich nicht aufhalten. Okay, also die beiden haben wir jetzt hier dafür da, dass sie miteinander reden. Schauen wir, ob wir hier noch irgendwas haben. Na, ihr beiden, geht's mit der flauschigen Farbe voran? Klar, was denkst du denn? Ethel kennt sich aus. Gute Vorarbeit, gute Vorarbeit! Ihr scheint euch ja richtig zu mögen. Esther ist sehr freundlich. Ich will mich nicht fressen. Und esse mich auch nicht. Das sage ich mir auch immer, wenn ich jemanden in, ja, draußen in einem Disco oder so kennenlerne. Hauptsache, sie frisst mich nicht. Das reicht. Ja. Oh, ist es. Wir sind immer noch bei unserem gleichen Problem. Und ich schaue mich hier nochmal um. Schauen wir hier, fragen wir mal. Hey, Nate! Dödelüt! Okay, der hat nichts für uns. Drühüt. Aber wir kommen hier auch irgendwie nicht weiter. Wir brauchen die blöde Kohle. Wir brauchen... Ihn dürfen wir nicht stören. Wenn ich ihn grundlos... Okay, habe ich hier irgendwie eine Möglichkeit? Kann ich die Ratte hier irgendwie... Nein. Den Kantschlüssel bringt nichts. Ich glaube, wir müssen noch mal rüber ins Rattenlager. Ich habe das Gefühl, dass Dorf sich vielleicht jetzt noch mal irgendwas aufgetan hat. Wenn jetzt alles im Prinzip hier so dunkel ist. Zum Beispiel die Katze. Da haben wir einen Docht. Solange Ethel bei den Zombies ist, braucht sie die wohl nicht. Ja! Ich zünde sie am Kaminfeuer an. So, hab sie. Okay. Schauen wir nochmal, ob wir hier noch irgendwas haben. Ethel hat den Suppenkessel mit dem Eintopf zurückgelassen. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Guter Eintopf kann auch mal ein paar Tage vor sich hinköcheln, ohne dass es ihm schadet. Und dann muss es aber schon ein sehr, sehr guter Eintopf sein, also. Mit viel, viel Wasser. Okay. Wir haben hier die beiden. Und jetzt benutze Kerze mit der Sprengladung. Auf gar keinen Fall. Warum? Zwerge benutzen lange Zündschnüre, um eine Sprengladung zu entzünden. Diese Explosionen können heftig sein. Erst recht unter der Erde. Ja, sowas ging ja auch. Hauptsache, wir sind weit genug weg und in Deckung, wenn das Ding hochgeht. Okay. Ein Hanfseil eignet sich nicht als Zündschnur.
Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Noch. Komplizierter. Verrückter. Piep der Lüt. Kann ich hier irgendwie auf der Bongo? Yeah. Oder kann ich mit der... Das Loch ist unheimlich. Wenn man sich ihm nähert, fühlt es sich an, als würden kalte Finger nach einem tasten. Ja. Remy, ja. Er ist können wir die Kerze nicht runterschicken irgendwie? Können wir das Seil nicht irgendwie zum Runterklettern benutzen? Das Loch irgendwie ab? Es hilft gerade hier wirklich gar nichts. Es ist gerade echt wie vor... Ah, guck mal an! Okay, und was kann ich jetzt damit machen? Auf gar keinen Fall, Zwerg, diese Hauptsache. Okay, was haben wir denn hier? Also, wir haben jetzt hier... kann ich das hier als Gegengewicht benutzen? Nein, auch nicht. Okay, es muss hier... Ich habe irgendwas noch nicht, das hier helfen könnte. Okay. Piep der Lüt. Ah. Ich drücke die Kerze auf der Seite mit der fehlenden Schale auf das Querstück. So, das sollte halten. So, und jetzt müssen wir hier nur noch das hier. Ein Hanfseil eignet sich nicht als... Ja, das hatten wir ja schon. Die Konstruktion sieht nicht allzu stabil aus. Andererseits sieht sie auch nicht so aus, als sei sie in den letzten Jahren gebaut worden. Was wiederum für ihre Haltbarkeit spricht. Okay, wir brauchen nur noch eine Möglichkeit, wie das hier jetzt... immer ein bisschen nach unten geht. Ah. Piep der Lüt. Okay, es fällt noch irgendwas, aber wir sind nah dran. Ich hab's im Gefühl, das gibt's doch nicht. Piep der Lüt. Haben wir schon. Die Konstruktion... Die Waage hängt an der Halterung und die Kerze steht auf der Waage. Ich habe das Gefühl, ich bin auf einem guten Weg. Ja, ich auch. Allerdings, irgendwas ist noch. Wir müssen uns nochmal, glaube ich, umschauen. Es hilft nichts. Und ich habe auch gerade keine Idee, wie wir hier das Ganze hier noch lösen können. Haben wir hier noch irgendwas? An den kommen wir oben ja eh nicht dran. Hier gibt es auch nichts mehr. Dass ich irgendwie... Schauen wir zu Jorge. Ich habe kein Wort verstanden. Rede mit Nate. Hey, Nate! Ja, ist ja noch in der Beta-Phase oder Alpha-Phase und deswegen sind wir da gar nicht böse, wenn es da mit dem Ton manchmal noch ein bisschen Probleme hat. Und ich brauche hier immer noch die Uhr, könnten wir doch. Oder hier die Maschine. Einmal noch. Ich könnte es stundenlang machen hier. aber wir kommen hier nicht weiter. Irgendwas fehlt uns noch. Schauen wir nochmal die Dampfmaschine, ob wir hier irgendwas drin sehen. Solange die Maschine nicht läuft, aber sobald sie... Drin na gut, der zweite. Wenn die Maschine läuft, müssen wir vielleicht nachölen. Momentan ist das nicht gut gemacht, ne?
Okay, hier haben wir keine Chance, das Ganze irgendwie. Ich glaube, da ist alles noch ein bisschen... Ja, es hängt alles noch ein bisschen. Schauen wir zu Esther nochmal rüber. Und dann bin ich am Verzweifeln wieder. Was denkt ihr? Bis wann könnt ihr die... Wir sind früher damit fertig, als ihr Jungs mit euren Tafeln. Wetten? Na, okay, die hängen das zusammen. Das sind gute Nachrichten. Verrat Gulliver noch nichts davon. Wir wollen ihn überraschen. In Ordnung. Dankeschön. Und hier, ich gehe noch mal ein bisschen vor, damit die Perspektive sich noch ändert. Aber hier gibt's auch nichts. Okay. Was können wir denn noch machen? Was haben wir denn noch in Kombination hier? Sand mit allem. Ich würde ja gern die Kuckucksuhr irgendwie nehmen und die als Zündmechanismus irgendwie nehmen. Die Schüsseln müssen irgendwas auch noch mit dem Seil zu tun haben. Was denn hier mit dem Seil? Auch nichts. Ja, das ist nur dieses Klebe und dann sagt er mir immer, ja, wo soll das festmachen? Kann ich die mit hier irgendwie? Nein. Hier kann ich auch nichts. Okay, Timmy auf die Wippe setzen, hatten wir schon oft genug. Sieht zwar jedes Mal witzig aus. Alles okay! Aber ich komme hier nicht weiter. Hier kann ich auch nichts benutzen, da waren wir jetzt schon so oft. Schrott. Ich sehe hier auch nichts, was hier irgendwie was bringen könnte. Okay, wir müssen nochmal in die Höhle. Wir müssen nochmal kombinieren. Wir brauchen irgendwas, was zeitlich irgendwie zu benutzen ist. Was ist hiermit? Gibt es hier noch irgendwelche Elemente, die ich... Nee. Wir reden mit Nate. Hey, Nate! Bitte hilf mir. Was fehlt noch? Stimmt. Kohle für die Dampfmaschine. Die Arbeit. Ja, okay. Da geht nichts. Holz. Können wir? Die Waage hängt an der Halterung und die Kerze steht auf der Waage. Ich habe das Gefühl, ich bin auf einem guten Weg. Ja, aber wie? Okay, es hilft, glaube ich, nichts. Ich muss noch mal nachschauen. Wir haben die Sprengung jetzt gut vorbereitet. Allerdings fällt immer noch irgendwas. Ich warte jetzt, damit ihr nicht so lange warten müsst, werde ich jetzt mal ein paar Sachen noch ausprobieren. Ich habe ja eigentlich echt schon alles und ich komme einfach nicht weiter. Es ist echt wie verflixt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ja, und wir hoffen, dass wir die Sprengung jetzt demnächst hier auslösen können. Ich bin echt, deprimiert. Aber nichtsdestotrotz, danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge. Und dann macht's endlich Rums. Bis dann, ciao, ciao.